Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht im Hintergrund ganz große Tore, ganz große Messehallen. Wir sind nämlich auf der Messe und zwar in Düsseldorf auf der Bootsmesse in Düsseldorf. Nach 2 Jahren ist sie wieder am Start und indoor haben wir wieder einen riesengroßen Pool aufgebaut. Da werden wir heute ein paar Fotos machen. Da sind schon ein paar namhafte Fahrer jetzt für das Wochenende auch angemeldet. Dann am Freitag dieser Woche finden auch die Kevin Mecca Awards wieder statt, wo jetzt auch die diversen Fahrer und Fahrerinnen wieder geehrt werden für außergewöhnliche Leistungen unter anderem. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass endlich wieder nach 2 Jahren hier ein bisschen Action ist. Wir gehen jetzt erstmal rein, gucken uns erstmal um. Kamera ist wieder am Start und heute habe ich auch endlich Zeit, mal das neue Objektiv, das 70-200er, auszuprobieren. Ja, ich freue mich drauf. Let's go! Wir haben 18 Uhr, die Messe ist jetzt offiziell vorbei, die Leute gehen jetzt alle, die Musik ist endlich aus und wir bereiten jetzt alles vor, um letztendlich die Fotos zu machen. Wir haben nämlich hier jetzt einmal im Prinzip einmal quasi einen Rail, also ein Jersey Flat heißt das Ding, mit so einem kleinen Uprail hier vorne und da drüben ist noch der Spine Kicker. Den werden wir jetzt gleich platzieren. Wir haben auch gleichzeitig einen Blitz dabei, also der Niklas Dorfer, der wird mir seinen Blitz mal geben gleich. Und dann werden wir ein paar nice Fotos machen. Oh! Nice! Ja. Was? Alright, wir bereiten jetzt alles vor für Fotos machen. Gleichzeitig hat der Niklas Dorfer hier seinen Blitz zur Verfügung gestellt, das ist ein Akku-Blitz. Den bauen wir jetzt einmal auf, beziehungsweise ich packe ihn erstmal aus, um zu gucken, ob das so alles hinhaut. Und dann natürlich auf Vollgasstufe und der Plan ist jetzt erstmal, dass wir erstmal so die krassesten Tricks erstmal einfangen mit dem Spine-Kicker hier. Die Jungs haben vorhin schon ganz schön gezaubert, was das angeht. Und wir wollen jetzt natürlich erstmal auf Nummer sicher gehen, alle fetten Tricks einfangen, damit wir auch geiles Material halt einfach haben. Und dann am Ende vielleicht nochmal ein bisschen was umstellen, vielleicht ein Hack bauen oder sowas. So, DJ Conny ist jetzt auch am Mic, DJ Aerox Kabel und ja, let's go aufbauen. Start. Das testen wir jetzt erst auch mal richtig aus, direkt im Action-Modus und versuchen die besten Shots auf jeden Fall einzufangen. Das Beste ist eigentlich, dass wir jetzt im Prinzip noch 2 Stunden nach Messeschluss nochmal die Genehmigung haben, hier Vollgas geben zu dürfen. Das heißt, wir bauen jetzt im Prinzip alles so um, hier ist aber keine Sau mehr gleich. Alle gehen jetzt nach Hause und wir können hier einfach Party machen. Das ist also auf jeden Fall richtig geil, dass es funktioniert. Oder du springst, du nimmst Anlauf von hier und springst dann auf die Leiter. Los, 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 los! Jawoll! Also wir bereiten jetzt alles so vor, dass hier vorne dann der Blitz drauf kommt. Hier vorne ist der Kicker, die Fahrer werden dann hier oben irgendwo rumfliegen. Und unterm Strich bereiten wir jetzt alles vor, damit der Blitz halt letztendlich den Fahrer oder die Fahrerin sehr gut einfängt, knackscharfiges Foto kommt und geil Action passiert. Der Blitz hier fachmännisch jetzt eingeklemmt. Ungefähr ausgerichtet, sodass es auf jeden Fall der Winkel passen sollte. Jetzt gucken wir mal, wo wir uns gleich hinstellen. Am besten so ein bisschen von unten, damit die Action besser zu sehen ist, wenn die Fahrer in der Luft sind. Ich fange jetzt an zu shooten und zwar mit einer Blende 8, ISO 200 und einer 200stel Verschlusszeit. Der Blitz ist auf volle Power eingestellt, das heißt eigentlich soll das erstmal ausreichen, um ja, die ersten paar Testshots einzufangen. Es sollte eigentlich immer so eine grobe Regel geben, dass es auf jeden Fall gut funktioniert. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal da ein bisschen nachstellen, aber damit fangen wir auf jeden Fall erstmal an. Also es wird dann wie folgt aussehen, hier vorne seht ihr den Kicker. Der Fahrer wird ungefähr dann hier in dem Feld zu sehen sein, da ungefähr. Der Blitz hier steht hier vorne. Und das heißt, wenn ich jetzt mich von hier positioniere, beispielsweise hier vorne am Rand, dass ich so ein bisschen tiefer bin, so leicht über der Holzoberfläche drüber, dann sollte es eigentlich erstmal ein geiler Shot geben. Was, ein Video? Ja.
Hallo. No, ne, wenn das so leicht über der Holzoberfläche ist, ich da so ein bisschen noch mitnehme von der tiefen Schärfe, tiefen Unschärfe, dann wird es auf jeden Fall, glaube ich, erstmal einen geilen Shot geben. Aber lass erstmal loslegen. Die ersten Shots sind im Kasten. Wir wechseln jetzt mal ein bisschen die Perspektive. Ich habe jetzt auch meinen Fotopresseausweis bekommen, weil die Messe hat nämlich jetzt schon zu und jetzt kam es gerade schon der Hallenmeister und wollte ja alles abschließen. Aber wir haben nochmal eine extra Erlaubnis, dass wir hier ein bisschen mehr Action machen dürfen. Also Perspektive von hier oben, dass man auch ein bisschen das Setup von hier oben sieht. Das ist schon geil. Macht schon Bock. Leider ist mit dem Blitz ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil es ist sehr, sehr dunkel. Und die Fahrer, also an alle Fahrer jetzt nochmal grundsätzlich, Fahrer und Fahrerinnen, wenn ihr Fotos macht, helle Klamotten. Ich sehe euch nicht. Von den Einstellungen her bin ich die ganze Zeit eigentlich bei dem gleichen Setup wie am Anfang. Also 1/200 Auslösezeit, Blende 8, ISO jetzt gerade bei 400. Jetzt haben wir nochmal die Location gewechselt und nehmen nochmal das Straight Rail mit, weil das auch ein geiler Winkel ist. Conny, kannst du mal, Conny, nochmal einen simplen Trick, einfach nur ein Nose Press oder sowas? Einpacken, Ende. Außerhalb der Messe jetzt wieder. Am Ende ging es dann noch ein bisschen hektischer zu. Wir mussten dann irgendwie ganz schnell unsere Sachen packen, weil nach einem langen Tag die Organisatoren dann irgendwann auch keine Lust mehr hatten auf ganze Zeit Fotoshooting. Deswegen machen wir es kurz. Das Objektiv ist wirklich sehr, sehr geil. Macht sehr, sehr Spaß damit zu fotografieren. Mit dem Blitz war auch richtig cool. Erstmal nochmal Shoutout Niklas Laufer, dass du mir den kurz geliehen hast. Ich denke, es sind so auf jeden Fall so 1, 2, 3 gute Bilder von jedem dabei gewesen. Und das ist ja die Hauptsache, einfach ein bisschen Spaß haben. Endlich wieder reinkommen, den ersten Shoot dieses Jahr durchgeführt. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao!